Okay, nach dem kurzen Intermezzo mit dem Zugucken, gut, das war jetzt nicht wirklich so der Bringer, also man hat nicht allzu viel gesehen. Meiner Meinung nach sah das alles sehr gut aus, was die KI da gemacht hat. Ich spiele jetzt auf jeden Fall wieder selber ein Spiel und ich sehe schon, dass die Startposition ziemlich göttlich ist. Wir haben hier ein Observatorium und hier haben wir, ja, Mineralienfeld. Und boah, hier haben wir nur sogar noch Xenitblumen alles im Radius von der Startstadt. Nahrung könnte ein bisschen knapp werden. Vielleicht müssen wir die ex erste Grenzexpansion irgendwie mehr in Richtung Wasser machen dann, weil jetzt nur ein Nahrungsfeld da ist. Aber ja, also die Startposition ist jetzt so von den Möglichkeiten her ziemlich gut. Auch ein weiterer Vorteil, wir haben schon mal drei Wälder, das heißt, wir brauchen jetzt nicht dringend einen frühen Former. Und als TerraSalbum ist das einfach nur gut, was wir hier vorfinden. Das ist super. So, momentan möchte er hier hin. Gut, ich habe jetzt noch nichts, was direkt dagegen spricht. Der Schwierigkeitsgrad ist wieder sehr schwer. Ich habe jetzt mal das Menü übersprungen. Das sehen wir jetzt nicht. Alien-Aggression sehr hoch. Ganz klarer Fall. So, der übliche Start, das übliche Vorgehen beim Start. Forschung. Colony-Ship Dismantling ist verfügbar in der ersten Reihe. Das ist gut. Und hier haben wir eine Ruine, die wir uns nächste Runde schnappen können, so denn kein Ehen hineinläuft. Und es läuft kein Ehen hinein. Und wir haben jetzt eine 4 Level-Ups für diese Einheit. So, hier oben denke ich mal, ist nicht mehr so viel. Ich gucke jetzt nochmal kurz hier rüber. Und dann gucke ich hier unten mich um, wo ich denke, dass der Kontinent noch weitergehen wird. Ich habe natürlich Zufall genommen für den Kartentyp. Ich könnte mich jetzt selber spoilern und mal gucken, aber ich denke, dass es Kontinente sein dürfte. Für Pangea ist es zu Zufall, dass ich jetzt hier direkt so Küste habe und für Archipel sieht es mir doch zu groß aus, dadurch, dass es hier noch eine ganze Ecke weitergeht. So. Okay. Jetzt bauen wir die Kolonieschiff. Demontage. Ah, zwei Runden. Creditmäßig kaufen geht nicht. Da fehlt uns ein bisschen was. Gut, ich war jetzt gewöhnt, Noxium zu spielen, wie mit den Startcredits. Das ist natürlich kein Thema. Aber als TerraSalbum nicht ganz so einfach. So, als nächstes würde ich gern die Kaserne bauen. Die ist hier oben. Ja, gut, synthetische Fertilizer brauche ich sowieso auch. Bei der Startposition wird das relativ bald ein Problem werden, ohne, weil Nahrung der einzige Knackpunkt hier ist, aber auch nicht wirklich, weil hier ist sogar noch Wasser in der Nähe. Also, wie gesagt, diese Startposition ist eine extrem gute für eine Hauptstadt auf jeden Fall. Für weitere Städte ist es nicht ideal, Xenitblumen und Observatorium zu haben, aber für die Hauptstadt ist das eine gute Sache. So, hier können wir das ein bisschen umlegen. Nee, machen wir jetzt erstmal nicht. Ehrlich gesagt, ich werde jetzt mal alles auf Forschung setzen für eine Weile. Weil, gut, ich habe noch keinen Kontakt mit anderen. Alien-Aggression kriege ich später als TerraSalbum. Ich brauche jetzt keine weiteren Einheiten. Ich möchte lieber erstmal die Gebäude haben. Former brauche ich auch nicht. Noch nicht. Genau, jetzt habe ich das Gebäude und dann hole ich mir das Gebäude. Und dann macht es wieder Sinn, Einheiten zu bauen.
ist. So, ein bisschen weiter forschen kann man ja. Idealerweise würde ich das jetzt so micromanagen, dass das aufeinander abgestimmt ist, aber muss jetzt nicht sein. Das passt schon so, wenn das ein bisschen eher fertig wird, die Forschung. Ich möchte ja auch danach nochmal was erforschen. So. Hier drüben haben wir. Ja, das sieht interessant aus für eine Position für eine weitere Stadt. Da gucke ich jetzt gleich mal hier auf den Berg. Oh ja, das ist hier zum Beispiel. Wäre eine sehr gute Position. Dann wäre das im Radius und wir hätten noch einen Haufen Berge. Oder ich denke, das hier ist besser. Dann habe ich es sofort im Radius und die Berge kommen dann auch noch in den Radius. Aber leider sind nicht, ist die Welt nicht unbewohnt und wir haben jetzt hier Kontakt mit den Roten. Da meine Stadt unverteidigt ist, wird natürlich erstmal nicht Angriffspakt geschlossen. Handelsvertrag möchte er nicht sofort machen. Ja, vielleicht bietet er mir das später selber an. Hier ist noch eine Einheit von ihm. Und hier ist noch was, eine, oh, die Position hier mit dem Nahrungsfeld. Ja, also das sieht auf jeden Fall nach einer guten Position aus. Ich bin jetzt auch wieder eher geneigt zu glauben, dass es sich doch um einen Pangea handelt. Ich möchte nach wie vor nicht nachschauen, weil es hier schon so weit geht. Ja gut, Kontinente oder Pangea ist jetzt beides möglich. Jetzt werden wir sehen, ob wir noch mehr Kontakte knüpfen oder mal schauen. Okay, der kennt noch niemanden außer mir. Das typische Bild, Massive Troop Formations, Flourishing, Moderate, Research Progress, gut, forschungstechnisch sind wir gut dabei. Dank dessen und dank dessen wir auch mal eine Runde eingelegt haben, wo wir jetzt rein auf Forschung gegangen sind. Und er denunziert mich, was ich ablehne. Und er möchte Tribut, was ich in dem Fall mal annehmen möchte, weil ich mir erhoffe, dass das dazu führt. Weiß er denn nicht, dass das hier drüben ist? Ich erhoffe mir, dass das dazu führt, dass ich dann doch noch Handelsverträge und sowas mit ihm bekommen kann. Weil einen frühen Rush gegen ihn, weiß ich nicht, ob sowas denkbar ist. Ja. Hat er mir das Ding weggeschnappt. Er hat's ja eigentlich auch gesehen vom Berg aus. Und er scoutet jetzt mit, ja, mit zwei Einheiten, wie es aussieht. Kann ich nochmal hier hinlaufen? Ja, also die Position hier. Hier würde das bedeuten, man kriegt dieses Noxiumfeld, kriegt die Goldvene. Hier kriegt man alles dreist. Die Goldvene, das Nahrungsfeld, das Noxiumfeld. Theoretisch. Ich meine, dadurch, dass er hier schon in der Nähe rumläuft, ist sehr klar abzusehen, dass er auch wahrscheinlich hier eine Stadt gründen wollen wird. Ich meine, er hat die Position genauso gesehen. Er weiß, wie gut die ist. Er wird mit Sicherheit dort irgendwie eine Stadt gründen wollen. So, als nächstes möchte ich Technologien haben, um Einheiten zu verbessern. Will ich mir erstmal das, dann das und dann das. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Ah, das brauche ich dann auch noch. Weitere Gebäude brauche ich jetzt erstmal nicht so dringend. Das dann halt noch. Gentherapie-Klinik wäre vielleicht noch interessant. Ja, gut, adaptive Bunkerwände brauche ich jetzt noch nicht so dringend. Okay, jetzt hatte ich das eh hin. Schauen wir mal hier noch, hier sind noch heiße Quellen. Sieht auch gut aus. Also das Land hier ist top. Also nicht nur direkt die Stadtposition, sondern auch das ganze Umland. Also was ich da im Vergleich schon gesehen habe, ist das alles wirklich wahnsinnig gut. Interessant wäre auch,
das Land von der Noxium Corporation. So, das Gebäude ist fertig. Nahrung stabilisiert sich bei 16 erstmal. Und ich habe vergessen, die Training Facility zu queuen. Das ist natürlich wichtig, dass ich diesen Colonial Trooper nicht fertigstelle ohne Training Facility. Sowas möchten wir nicht haben. So. 72 Credits. Könnten wir vielleicht direkt mal hier investieren? Nee, das reicht noch nicht. Wie sieht denn jetzt die Beziehung aus seit dem Tribut? Immer reserved. Ist nicht so schön. Allerdings verständlich, meine Hauptstadt ist unverteidigt. Nicht angepackt, geht aber noch mindestens 5 Runden. Ich möchte noch hier drüben schnell gucken. Aber es sieht so aus, als ob es dort nicht weitergeht. So, dann möchte ich auch später nochmal hier rüber scouten. Aber das dann vielleicht mit der anderen Einheit. Und ich glaube, ich werde die hier killen. Einfach weil die mich jetzt, weil ich jetzt gute Möglichkeit dazu habe und die mich später nur nerven würden. So. Ändern wir das mal so. Forschung. Die Flammenwerfer. Rein sind alle, aber das ist kein Problem. Wir können uns ja leicht neue beschaffen. So. Wollen wir vielleicht noch mehr Minerale abbauen? Nee, ich habe keine weiteren Gebäude. Da machen wir lieber noch ein bisschen mehr Forschung. Das wird mir nochmal ein Level abbringen. Na gut, ich kann jetzt keine Einheit upgraden. So, wir bauen jetzt noch eine mit möglichst billiger hierfür. Und hier noch eine Kopie mit Rüstung und ohne das. Flammenwerfer soll das Level Up noch schnell fertig holen. Und jetzt die Mine und danach die Damage Evasion. Ich könnte vielleicht auch zuerst die Damage Evasion, weil ich jetzt eh erstmal ein paar Einheiten bauen möchte. Ich denke, Xi kennt meine Stadt genauso wenig wie ich seine, aber ich habe ja so eine grobe Ahnung, wo er sich befindet. So, ich laufe erstmal in die Stadt zurück. Und das jetzt noch. Er hasst mich. Was mich nicht weiter verwundert. Das ist meistens so, wenn man der Einzige ist, den die KI kennt, hat sie keine anderen diplomatischen. Also dann spielt sie so, als wäre das ein 1 gegen 1, solange sie noch keinen anderen kennt. Und dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, den einzigen bestehenden nicht irgendwie zu hassen. Also ich bin der stärkste Gegner, den er kennt, demzufolge, und ich bin außerdem noch schwach. Da ist es nur logisch, dass er mich dann hassen wird. So, oder das hier. Also ich brauche Seetransportlogistik, brauche ich nicht unbedingt. Aber Raketen werde ich früher oder später brauchen. Das Gute ist, ich bin hier in einer Küstenstadt, da kann ich dann auch Boote bauen. Wobei ich vermutlich eher Landeinheiten brauche, um mich gegen Xi zu wehren später.
Design ich erstmal nicht. Ist jetzt nicht so dringend. Das hier wollte ich, ja, das wollte ich, möchte ich beides haben. Das hier vielleicht zuerst. Setzen wir eine weitere Einheit. Jetzt haben wir die hier abgegradet. Das sieht gut aus. Meine andere Einheit, sobald sie geheilt ist, ebenfalls. Na, ich baue mal das Refining Array. Forschung sieht gut aus. Ich könnte die Produktion dann noch erhöhen. Vor allem, wenn ich jetzt mehrere Gebäude zum Bauen habe, dann mache ich das mal. So. Dann werde ich mir doch noch den Former holen. Nahrung ist noch kein Problem. Es dauert noch eine Weile, bis die Stadt wachsen kann. Das brauche ich noch. Gut, das muss ich auch noch erforschen, weil sonst kriege ich das Recycling nicht. Das heißt aber schon mal, dass die meisten KIs wahrscheinlich recht lange auskommen müssen ohne das Recycling, weil die ungern zwei Texte erforschen, die sie nicht mögen. So, ich werde jetzt den nochmal zum Scouten schicken. Einfach weil ich besser mal Bescheid wissen will über meinen Nachbarn. So, die Einheit sollte erstmal hier alles halten, was hier kommen könnte an Aliens. Wobei, 27, na, jetzt gucke ich doch mal. Okay, Kontinente, ja. Also meine erste Vermutung war doch richtig. Wenn ich eh schon mal dort bin mit meinem Cursor. So, jetzt geht mir die Nahrung aus. Das heißt, ich muss aber auf Wasser ausweichen jetzt erstmal. Einmal. Das heißt, ich muss jedes zweite Mal aufs Wasser gehen. Weil ich nämlich sonst einer Nahrungsfelder bearbeiten müsste. Und das möchte ich nicht. So, ich würde dann hier hingehen. Ja, ich gehe erst hier hin und dann hier hin. Und ja, hier hat er jetzt schon eine Stadt gegründet. Oder vielleicht ist das sogar noch seine Hauptstadt. Das werde ich ja dann gleich sehen. So. Jetzt muss ich mal kurz das machen. Für 5 Runden. Nee, Moment mal, theoretisch muss ich es noch nicht machen. Aber praktisch schon. Na gut. So, wo geht's weiter mit der Forschung? Kolonisierungseifer vielleicht? Verschmutzungsdings? Panzer sind auch nicht so schön gelegen. Forschungslabore. Tja, Planetarium. Ist alles ein bisschen suboptimal. Hier ist echt nichts Gutes zum Erforschen direkt dran. Also der Tech-Tree sieht furchtbar aus. Naja, ich würde sagen, Kolonisierungseifer muss ich jetzt zwar hier durch Xenologie und Remote Autonomous Harvesting durch, aber ich muss da unbedingt lang, weil ich nämlich anders auch, ja doch, das Modular Housing kriege ich auch durch Fungus Cultivation. Ah, Pandora Construction nicht. Die würde ich aber auch durch Create, sorry. Naja, aber ohne Kolonisierungseifer. Also ich möchte schon dann irgendwann auch eine Kolonie gründen. Sage ich mal so. Okay, sieht so aus, als handelt es sich hier um die Hauptstadt.
Das macht auch die Entscheidung, wo die Stadt hinzugründen, wäre etwas leichter. Weil das kommt sowieso nicht mehr an Radius. Das heißt, na gut, die ursprüngliche Idee war hier. Jetzt sollte ich eher sagen, hier. Andererseits, ja doch, das könnte ihn auch davon abhalten, hier so nah dran zu gründen. Ja, also doch, ich möchte schon gern mit dem Kolonisierungseifer kolonisieren. Ja, okay, also bis in die Stadt gucken kann ich nicht. Die ist hier. Da müsste der Berg schon näher dran sein. Gut, hier sieht es auch aus, als geht es nicht mehr viel weiter. So. Geht das nicht so ganz? Machen wir das jetzt so. Haben wir auch wieder ein bisschen mehr Forschung. Gentherapie, Klinik. Möchte ich noch haben. Okay. Mal gucken, ob der Vogel hier runterfliegt. Ja, lässt mich durch. Kann ich besser scouten. So, Hives. Was sind die nächsten Hives? Der hier. Und ansonsten sehe ich gar keinen. Also hier unten irgendwie noch. Hier ist noch einer. Auf der Karte habe ich keinen einzigen verzeichnet. So, da möchte ich jetzt Tribut haben. Kennt da noch jemand anders? Nein. Dann ist das meiner Meinung nach kein sinnvolles Investment. Zumindest solange er mich nicht gefunden hat. Ich kann jetzt einfach mal nur hoffen, dass er das auch nicht so bald tut. Und hier ist noch eine andere Fraktion. Oxium Corporation. Ich hoffe, dass ich mit denen bessere Beziehungen hinkriege. Na gut, Terra Salvum und Solar Dynasty, die hassen sich sowieso von Anfang an so ein bisschen. Da waren schon die Bedingungen schlechter. So, ich kann jetzt noch hier drauflaufen. Und kann jetzt hier jede Menge sehen. Kann ein bisschen in die Hauptstadt reingucken. Ja, die Startposition ist natürlich gerade für Preston mit dem Gold göttlich, muss ich mal so sagen. Also da kann er sich nicht beschweren. So, nicht Angriffspakt. Mit dem kriege ich bestimmt auch Handelspakt hin, Forschungspakt. Und dann phrase ich ihn noch. Gut. Möchte ich noch weiter scouten? Ja. So, Rot hat noch keinen Kontakt mit dem. Oh, Gelb hat aber schon Kontakt mit drei anderen Fraktionen. Hat auch Handels- und Forschungsverträge mit allen davon. Also gut, eine davon bin ich, aber Divine Ascension und Tok'ra University sind auch dabei. Das ist wieder auf das richtige Feld gestellt. Okay. So. Kill ich mal hier das Ehen für Erfahrung. Das würde mich natürlich verlangsamen jetzt hier. Ich stehe gerade gut dafür.
Nee, ich möchte die anderen Fraktionen auch noch kennenlernen. Gut, hier haben wir schon mal Schreiber. Und auch beide Verträge an. Sehr gut. So, ich würde jetzt erstmal noch eine Einheit zwischenschieben. Beziehungsweise ich brauche auch noch den Former. Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Verschmutzungsprobleme. Jetzt macht es hier Sinn, Minen zu bauen und Wälder. Gut, eine Mine hier. Da kann ich später schön was anderes hinbauen. Ja, ich könnte auch sehr gut dieses Zahnradgebäude noch brauchen. Jetzt will ich erstmal die Steuern verringern. Tja. Ja, ich meine, ich könnte jetzt noch mehr hier draufsetzen. Okay. Ja, das geht auch. Ich meine, ich habe genug Zeug zu bauen jetzt erstmal. Aber die Verschmutzung hält mich natürlich davon ab, jetzt hier hardcore darauf zu gehen, nur zu bauen. So, Colonization Fervor. Ja, damit werde ich dann versuchen, mir die Stadt zu schnappen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt keine Einheit habe, um das Ganze zu begleiten. Das ist schon mal ein sehr großer Kontinent. Sieht schon fast Pangea-artig aus. Aber das gibt's auch manchmal, dass die Kontinente zusammenhalten. So, Pandora Construction ist auch jetzt leicht verfügbar. Aber das hier wollte ich haben. Da kann ich dann wesentlich mehr Produktion aus meinen ganzen Mineralien rausholen, die ich ja jetzt hier durch dieses Isogenfeld bekomme. Und braucht dafür weniger Verschmutzung in Kauf zu nehmen. Oh, scheiße. Der hat mich jetzt gefunden. Da kann ich nur hoffen, dass er sich noch nicht in der Lage fühlt, jetzt Krieg zu führen. Ein großes Problem ist, jetzt ist es ein Problem, dass er niemand anders kennt. Das heißt, er hat auch keine Angst davor, dass ihm jemand in den Rücken fällt. Ich kaufe schon mal eine Einheit. So rein präventiv. Also ich habe große Befürchtungen, dass der mich angreifen wollen könnte. Vielleicht komme ich sogar wieder bis runter durch. Aber dazu müsste das alles verbunden sein. Das habe ich schon mal gesehen auf einer kleinen Karte. Auf einer mittleren glaube ich noch nicht. Okay, gut. Hat mir noch keinen Krieg erklärt. Das ist schon mal gut. So, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich wollte zwischendrin noch mal Wasser, aber das kann ich jetzt mir noch holen, weil ich ja noch ein bisschen Nahrung angesammelt habe. Jetzt fällt mir doch auch glatt ein, wenn ich jetzt hier eine Stadt hingründe, dann hasst er mich aber wirklich. Puh. Wie machen wir es denn? Also erstmal hier den Wald. Und hier mal Lady Vermilion, die mag mich nicht sonderlich. Ich Angriffspakt sie trotzdem an. Und Handelspakt auch. Und Forschungspakt auch. Sehr gut. Das heißt, außer mit Rot habe ich alle Pakte. Und
Ich vermute mal, die restlichen beiden Fraktionen, sprich das Imperium und die Ambassadors, sind auf einem anderen Kontinent. Vielleicht haben sie jeweils ein eigenes, vielleicht sind sie auch zusammen. Das ist für die Ambassadors. Ah, ich glaube, das ist egal, denn ihr Fraktionsbonus wirkt trotzdem. Ah, hier wäre jetzt noch günstige Erfahrung gewesen, aber ich glaube, die holt ja sich. Ja, macht er gerade. So, jetzt fragt er wieder nach Tribut. Ich glaube aber, dass ich mir das gar nicht leisten kann. Folglich werde ich das auch nicht bezahlen. Ja, hier auf dem Berg mal zu krabbeln, um zu gucken, wie die Hauptstadt von denen aussieht, wäre auch nicht schlecht. Wie gesagt, hier Eridu ist eine Top-Stadt, definitiv. Und ich denke mal, hier die Rote Stadt hat auch eine ziemlich gute Lage. So, jetzt kommen die Xenomorph-Aktivitäten. Das kriegen wir auch gleich in den Radius. Ja, dann brauchen wir erstmal mehr Einheiten hier. Und dann kann ich das mal versuchen, hier hinzugehen. In Aggression kommt etwas ungelegen. Oh, Xi hat mit Palomino einen Vertrag geschlossen. Das heißt, dass wir vielleicht doch alle auf einem Kontinent. Ach, es ist doch Kontinente und nicht Pangea. Und Hyde auch. Ah, vielleicht hat. Wo kennt die mich denn her? Wahrscheinlich hat irgendjemand. Vielleicht ist auch jemand mit dem Boot oder sowas scouten gegangen. Auf einem anderen Kontinent. Das kann ich nicht ausschließen. Ich würde gleich noch versuchen, Verträge mit denen auszuhandeln. Was ist das? Ja, gut, das ist sinnvoller. Cooperative, das ist gut. Hier nochmal praisen. Es geht. Ausgezeichnet. Ich bekomme sehr wenig hiervon. Das ist ja auch interessant. Ich möchte keine Denunziation. Ach, bist du wieder weggelaufen, wenn das dauert ja alles sehr lange hier. Und sehe ich die Stadt? Ja, ich sehe sie hier drüben. Ich habe mir das Gebiet anders vorgestellt, als ich das von oben gesehen habe, muss ich sagen. Nahrung ist jetzt alle.
Okay, kümmern wir uns drum. Nanu, was ist denn jetzt los? Ach so, es ist schon wieder gewachsen. Huh? So passt es. Dann brauche ich noch mehr Nahrungsfelder. Jetzt kann ich auch meine Mineralien wieder aufbrauchen. Ja, er hat die Stadt genau dahin gegründet, wo ich es auch hingegründet hätte. Das muss ich ihm lassen, dass er da Geschmack bewiesen hat. Karten tauschen? Nee. Nee, nee, nee. Solange ich weiß, dass keiner weiß, wo ich bin. Ah, das ist auch der Grund. Nee, doch, der Rote weiß, wo ich bin. Was ist hier passiert? Der wurde angegriffen. Okay. Ja, Forschung. Geht nicht groß was anderes. Okay, Mine geplündert. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Na gut, halb so wild. Nein. Na, 130 Credits. Nee. Ich würde mich jetzt gerne mal hier auf den Berg stellen, um zu schauen, wie denn die Stadt verteidigt ist. Also ich möchte trotzdem zuerst meine Einheit heilen. Okay, er erklärt Krieg. So, das heißt, die Credits werden... Erstmal schauen, dass wir die Produktion noch ein bisschen steigern. So. Gut, das kann ich ja gleich noch mal ändern. Die Panzer sind erst nach den Schiffen, aber mit den Schiffen hätte ich zumindest was.
sehr stark ist gegen seine Bodentruppen. Und zum Verteidigen ist das ja okay. Ob ich jetzt trotzdem nochmal versuche, das hier aufzubauen. Alleine macht das auch keinen Sinn. Der ist angeschlagen, der ist angeschlagen. Könnte höchstens den ganzen Start nehmen. So, da kommt die erste Einheit. Die sollte ich problemlos töten können. Prozent ist nicht gut genug. Eigentlich bräuchte ich das jetzt auch noch. Das würde mir extrem weiterhelfen. Ah, jetzt ist es gar nicht mehr so wichtig. Ja, erstmal eine Einheit. Eventuell bräuchte ich das dann auch noch. So. Jetzt haben wir hier zwei Einheiten. Barracuda. Ein Verteidigungsmodul. Das wird nichts. Der kommt auch nicht in die Stadt zurück. Was machen wir da? Wir laufen in die Richtung weg. Und er geht in die Stadt. Und irgendwie bräuchte ich den jetzt dann doch wieder gerne daheim. Aber der ist viel zu weit weg. Forschung. Panzer jetzt. Und danach Titanplatten. Weiter abhauen. Festigen. Oder angreifen. Können wir angreifen? Puh, sieht nicht so gut aus. 49% Siegchance. Nee. Barracuda, genau. Damit kann ich dann angreifen. Dann kann ich die alle killen. Achtundachtzig hat er. Da ist noch eine Drohne, okay. Nein. Gut, er kann jetzt auch erstmal nichts machen, außer die Stadt zu belagern. Mehr macht er auch erstmal nicht. So, ein Panzer.
Das Angriffsmodul hätte ich allerdings gerne. Forschungsvertrag. Nehmen wir an. 83%. Ja, also was ist das Beste, was wir machen können, ist verteidigen. Das machen wir jetzt auch. Ich vermute, dass er, wenn die 10 Runden rum sind, er hat Krieg erklärt zu einem Zeitpunkt, wo ich wesentlich weniger Truppen hatte. Ich vermute, dass wenn die 10 Runden rum sind, dass es dann möglich sein wird, wieder Frieden zu bekommen. Also 10 Runden ist natürlich gemeint, für die, die es nicht wissen. Das ist die Standard-Kriegsminimaldauer. So. Könnte ich jetzt hier noch. Produktion ein bisschen weiter erhöhen. Na, nächste Runde kann ich jetzt dann anfangen, Einheiten zu killen. Und er zieht sich zurück, genau. Brave KI, genau das sollst du nämlich tun. Gut, so richtig zurückgezogen ist das natürlich nicht. Oh, ich komme nicht mehr zurück. Naja, das ist aber nicht so schön. Jetzt ist mir der Rückweg blockiert. Toll. So, jetzt einen normalen Panzer. Oh. Da kommt ein Schiff. Tja, hier dieses riesige Fungusgebiet habe ich noch nicht erforscht. Wie viele Runden noch? Noch 2 Runden, dann ist Friedensverhandlung möglich. So, Titanium 2. Gut. Nahrung, Mineralien, alle. Kann ich essen? Ich kann die eigentlich alle upgraden. So, warum ist die Nahrung alle? Weil die Stadt zu groß geworden ist. Ich brauche mehr Wasserfelder. Okay. Naja, er blockiert sogar eins von den Wasserfeldern. Ungünstig. Müsste das jetzt erstmal so machen. Oder so. Ja, das ist, glaube ich, besser. Und ich muss mehr Nahrungsfelder akquirieren. So. Dann brauche ich das hier gegen das Schiff. Der hat das auch. Naja. Gut, er bietet Frieden an. Das war auch erwartungsgemäß. Ich habe jetzt die ganze Zeit Einheiten gebaut. Ich bin auch militärisch gar nicht mehr so weit hinterher. Eventuell wäre ich vielleicht sogar in der Lage,
zu kontern. Naja, ich glaube, ich kann mir jetzt leisten, noch eine Kolonie zu gründen. Na, die Stadt hat dann natürlich jetzt auch schon ein bisschen gepusht. Jammerschreiber mitten im Fungus. Ja. Jetzt jeweils eine Variante mit der besonderen Waffe. Okay, ich kann mir gerne weiteren Upgrades leisten, aber ich kann das angreifen hier. So, wo möchte ich hingründen? Hier ist potenziell eine gute Position. Das Gold ist noch nicht okkupiert. Ja, es ist halt. Es wäre eine sehr konservative Position hier. Ich sehe jetzt gar nicht direkt irgendwelche Boni in der Nähe. Außer dass da. Hier haben wir noch Fungus. Sieht denn hier mit aus? 1, 2, 3. Da wo der Hive ist. Ja, dazu muss ich den erstmal platt machen. Aber die Idee ist im Prinzip okay. So, aufrüsten geht nicht. Labor. Hier hoch müssen wir auf jeden Fall. Lohnt sich das zu holen zwischendrin? Ich denke, ich brauche erst holographische Projektion. Vorher macht das andere nicht so viel Sinn. Na, ich denke, die Stadt ist gut genug verteidigt, auch gegen den Galat.
Boot möchte er haben. Habe ich ja nicht angespannt. Also ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass ich das nicht bezahlen sollte. Ja, sobald der Hive weg ist, möchte ich dort die Stadt gründen. Mit 22er, noch mit 22er. Die haben womöglich noch nicht expandiert, so wie ich. Ich bin ja gerade dabei, Schmutzungsprozesse, wichtige Sache. Auch wenn von Terra selber nicht so ganz so dringend nötig. Mal gucken. Stark. Solid, solid. Strong, solid, solid. Also niemand ist gerade militärisch so stark, dass ich mich so richtig vor ihm fürchten müsste. So, jetzt ist die Einheit hier gestrandet und kommt nicht mehr weg. Bevor ich keine Seetransportlogistik habe. Macht es vielleicht Sinn? Die zu disbanden? Nee, irgendwie nicht. Ich werde warten, bis ich Seetransportlogistik habe und dann rette ich die. So, da hätte ich dann auch noch Nahrung, also das ist doch eine gute Position zum Gründen einer Stadt. Das Nahrungsfeld würde ich gleich mal auswählen. Credits möchte ich aber nicht unbedingt dafür jetzt hier ausgeben. Dafür ist mein Einkommen ja viel zu gering. So, jetzt kann ich viel mehr aus dem Fallen schöpfen, was das hier anbelangt. Ich hätte aber gern noch einen Panzer. Nahrung ist Problem. Aber dann kann ich das noch hier machen. Das ist auch gut. Beziehungsweise das dann noch. Ambassadors sind im zweiten Zeitalter da. Ja, gut, so richtig weit bin ich auch nicht mehr davon entfernt.
mal das mal so. Ja, das sieht aus, als hätte ich überhaupt nicht gemicromanaged. Von jedem vier. Das sieht sehr anfängermäßig aus, aber in dem Fall ist es halt tatsächlich so gewollt. So. Ja, versuche ich mir mal noch diesen Alien Hive zu schnappen. Ist noch ein unupgradeter Soldat. Was ist hier noch wichtig? Guerilla Warfare macht erstmal Sinn. Aufgrund dessen, dass ich einfach so viele Truppen habe. So, jetzt das hier. Okay, das Sehen hat sich gerade selbst geopfert. Kann schon mal anfangen, noch so ein Wasserfeld zu holen. Beziehungsweise hier habe ich ja noch welche. Ja, die Stadt muss halt erstmal ein bisschen wachsen. So, Holo-Trainer, das ist, wird einiges ändern hier an der ganzen Problematik. Der könnte da noch reinlaufen. Der hier. Okay, dann kill ich das mit dem und lauf mit dem hier rein. Und stelle fest, er kommt nicht weit genug. Aber ich sollte trotzdem das zuerst kriegen. So, hier haben wir noch einen Colonizer von Rot. Das wollte ich eigentlich auch noch haben.
Ich merke, dass ich gerade schon wieder ziemlich müde bin und irgendwie so Aussetzer habe, wo ich sekundenlang gar nichts tue. Vielleicht waren es auch Minuten. Und deswegen würde ich, ja gut, jetzt hat er mir hier, er hat mir halt eiskalt den Weg abgeschnitten. Er hat meinen Einheiten den Weg abgeschnitten. Natürlich unbewusst. Aber durch die Gründung dieser Stadt. Strong, solid. Massive. Nur die Divine Ascension hatten eine Massive Troop Formation. Interessant. Wie sehen die anderen Werte so aus? Flourishing, flourishing. Poor Economy sogar hier. Low Military Strength. Denen geht's nicht gut. Der hier hat Outstanding. Was ist denn mit denen? Hat vielleicht ein bisschen zu viel Pilz mit im Radius. Zu viel Verschmutzung. Stadt ist zu groß eigentlich. So, ich kann jetzt hier voll aus den Vollen schöpfen wieder. Und sowas tun. Stock Exchange könnte ich mir leisten, mache ich aber nicht. Oder doch? Ist schon alles abgegradet, was ich so habe. Das Schiff noch nicht. Und ich kann es mir immer noch leisten, dann mache ich das jetzt mal. Ich würde gerne noch mal sehen, was der so hat. Aber Krieg gegen den geht wahrscheinlich auch völlig in die Hose. Aber wie gesagt, bin müde und werde deshalb jetzt den Part beenden. Ich kann erst beenden, dann speichern. Also dann, ciao.